Und herzlich willkommen zurück zu Mindtest, dem Creative Server Let's Play der neuesten Generation. Exklusiv bei uns. Mindtest für Verblödete. So. Die Frage ist, wie viele Fahrstühle bauen wir? Wie viele große Minen haben wir denn? Also wir haben mindestens 3 große Minen. Glaube sogar 4. Ich glaube mal ganz ehrlich, ich brauche mal ein paar Fahrstühle. Wie gesagt, so teuer sind sie ja nicht. Da können wir ruhig ein paar bauen. Ich fange jetzt mal mit 5 Stück an. Und sollte dann passen, denke ich mal. 1, 2, 3. Dankeschön. Achso, siehst du? Die Schippe kann mal hier rein. Dafür nehmen wir dich mal mit. Genau. Chronix, join the game. So, die Spitzhacke ist gleich fertig. Können wir die Dinge auch gleich mal reparieren. Wenn wir hier noch ein bisschen rumwuseln, ist das ja nicht so schlimm. Ach, komm mal rein. So. Wir brauchen Glas und Eisen. Glas müssten wir massig haben, sag ich doch. Alter, wir haben fast 2 Stacks, willst du mich verarschen? Ja, wie ich schon meinte, ne? Also Glas haben wir echt massig. So, hier war Eisen. Und dann wollen wir mal... so. Das geht schon mal nicht. Hab ich falsch gemacht? Travo. Erstmal schon komplett. Ach, andersrum. Ah, gut, der kostet doch ein bisschen Eisen, immerhin. Ne? Also auch nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Lass mal dich hier rausnehmen. Mache ich jetzt anders. Dann mache ich dich mal so. Warum geht das? Achso. Ach, schade. So. Was war das denn gerade? Aufzugstür. LOL. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Zum Glück können wir die Dinger stacken. Schützen die denn nicht die Fahrstühle? Nee, aber nicht aus Stein. Stein sieht scheiße aus. Also wenn dann aufs Glas, bitte. Wie gehen die Dinger? Oh, intuitiv. 1, 2, 3, 4, 5 machen wir einfach mal. Sind die Dinger dann quasi abgeschlossen? Weil hier sieht er halt geschlossen, ne? Und die Frage ist, ist das quasi trotzdem einfach nur Dekoration, dass sie dann jeder öffnen kann? Ich muss sowieso mal gucken, ob man diese Travel-Dinger vielleicht schützen kann, dass nur ich sie benutzen kann. Das wäre mir natürlich am liebsten. Genauso wäre jetzt die Frage, wo platzieren wir das Ding am dümmsten? Hier wollte ich sowieso noch was hinbauen, ne? Ja, hier wollte ich eh noch was hinbauen. Komm, die erste packen wir einfach mal hier hin. Habe ich jetzt nur noch 3? Was ist jetzt gerade passiert? Ach! Ich weiß, was passiert ist. Der hier ist zu viel. Wie kann ich dich abbauen? So. Genau. Das ist der richtige. Name der Station? Home. Aber mehr kann man leider nicht machen. Obwohl hier. Station Ende. Ziel, Besitzer, zugehöriges Netzwerk. Ja, aber irgendwie schützen kann ich den nicht. Gut, dann bauen wir jetzt mal hier so ein Ding davor. Ne, kann schon mal jeder öffnen. Vor allem geht das Ding wieder zu. Ah, okay.
ist natürlich geil. Das sieht schon nicht schlecht aus. Das sieht schon echt nicht schlecht aus. Ne? Das ist eine schöne Tür. Nice. Finde ich korrekt. Finde ich echt korrekt. So. Ja. So, müssen wir mal natürlich. Wir brauchen jetzt alle Fahrstühle, die wir irgendwie. Alle Etagen, alle Höhlen, die wir irgendwie mal haben. Was warst du? Du warst. Ja, genau, du warst ein normaler Minenschacht. Du bist egal. Hier war Lava. Oh. Hier war auch nichts. Hier war auch nur Lava. Na, auch nichts. Hier ist der erste. Das heißt, du musst da rein. Erste Mine. Wie schreibt man Mine auf Deutsch? Doch anders, oder? Minne. Die erste Minne. Nein. Schreibt man Mine auf Deutsch? Wo sieht das falsch aus? Aber grammatisch macht Sinn, ne? Beim kurzen, ne? Also bei einem N wird das I lang gesprochen, Mine. Oder wird es doch mit IE geschrieben? Nee, so sieht es noch falscher aus. So bestimmt. Ich lasse es mal so, ja. Und wenn es dann doch falsch geschrieben sein soll, ja, dann kann ich immer noch einfach sagen, ist die englische Schreibweise. Ja. So, dann davor die Glastür. Dann haben wir quasi die erste Mine angeschlossen. Da sollte ich aber das Home vielleicht auch groß schreiben. Ich glaube, ich mache sowieso mit englischen Namen, weil ich will ja jetzt oben nicht Haus hinschreiben, weil Haus klingt halt ultra langweilig. Die Frage ist, wo war jetzt die zweite Mine? Vor allem hoffe ich mal, dass alle in die gleiche Richtung gehen, damit es quasi einheitlich ist. Ich meine, hier ist direkt die nächste. Na, ja, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Eben, manchmal streifen wir die Mine ja direkt. Das heißt, du kommst nach da, du kommst weg. Du kommst da. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass es hier nicht allzu scheiße aussieht. Oh, man kann auch von oben reinfallen. Ach, aber, wow. Den Seiten kann man nicht weg, aber man kann von oben reinfallen. Was? Ich würde gerne das Ding aufmachen. Hä? Leck mich. Geht doch. Was zur Hölle? Weißt du, was machen wir anders? Wir klatschen einfach mal hier so ein Ding. Dankeschön. Und jetzt klatschen wir einfach mal zwei so ein Ding ran. Da sieht es wenigstens einigermaßen geplant aus. Ich krieg gleich eine Krise. So ungefähr. Genau, das heißt, die Dinger kommen da so hin. Sieht das gut aus? Nee, sieht total scheiße aus. Gib mal hier ein bisschen her von dieser Scheiße. Ich verpasse dem Fahrstuhl eine richtige Fassade. So. Ja.
So. Das sieht doch immer. Oh. Das sieht doch in Ordnung aus. Jetzt vielleicht hier noch das Ding da weg. Das Ding da auch. So. Das erhöht den Realitätsfaktor ungemein. Ja. Perfekt. So. Zweite Mine. Genau. Dich möchte ich gleich mal umbenennen. Station entfernen, genau. Basis. Klingt besser als Haus. Was? Wieso Home? Hä? Weiß nicht, in der zweiten. Home. Okay, die Türen haben natürlich jetzt gerade das Problem, dass man die gar nicht aufbekommt von innen. Das ist natürlich ein bisschen witzig. Kann mit denen in keiner Weise interagieren. So, bin ich jetzt richtig? Genau, jetzt bin ich hier. So, das wird Basis. Ach, leck mich doch. Du kriegst so viel. Zweite Mine. So, Basis. Okay. Warum ist das? Das ist ja das Erdgeschoss. Ich wollte eigentlich das. Genau. Aber, achso, muss ich jetzt links? Genau, links klicken. Warum ist jetzt die erste Mine dieses Erdgeschoss? Okay. Muss ich also auch nochmal abbauen? Ja, also mit den Türen funktioniert scheinbar gar nicht. Das kann ich, das lassen wir also erstmal weg. Erste Mine. So, ist jetzt wieder. Jetzt bist du die zwei wirklich verarschen. Okay. Einmal alle Stationen entfernen. Hätte ich doch nur nie mit diesem Travelnet angefangen. Hätte ich doch nur nie mit diesem Travelnet angefangen. Da gibt's Katastrophe hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier gibt es sogar zwei Eingänge. So. Jetzt muss ich zuallererst ganz oben das Ding hinbauen. Das Ding, was man zuallererst hinbaut, ist dann quasi E. Und alle, die da folgen, werden dann daran orientiert. Das ist natürlich ein bisschen. So. Basis. Na? Hätte das jetzt geklärt, ja? Okay. Da kommt jetzt der nächste. War das das? Nein.
Ich glaube, da ist was gerade. Nein. Hier. Sehr schön. So. Erste Mine. Genau. Basis ist jetzt E. Und das ist jetzt quasi erstes Untergeschoss. Sehr schön. So. Jetzt will ich doch gleich mal gucken. Wo war die zweite Mine? Kupfer. Genau. Hier ist... Dann lassen wir diesen Ausgang hier am besten auch gleich mal. Nehmen nämlich den unteren Ausgang, weil da kommt man nämlich auch besser in die Höhle rein. Von hier aus. So. Zweite Mine. Meine Fresse. So. Eins muss ich noch, ne? Ja. Schön. Ja. Sehr schön sogar. Wait a minute. Da müssen einer sich einen Look hat. Mache ich hier tatsächlich die gesamte Front aus Marmor. Sieht dann einfach besser aus, finde ich. So, nächste Mine. Die ist wo? Wie dieser Schotter mit nach unten fällt, Alter. Finde ich voll süß. Solange es mir nicht im Weg rumsteht. Oder rumfliegt. Halt, das war keine Höhle. Das war ein ganz kleines Loch. Ja. Egal, lieber zweimal gucken, als... Oh. Ah, hier scheint es auch eine Höhle zu geben. Aber keine so große. Ne. Das ist eher was... Alter. Blei. Was Kleineres. Ja. Ist was Kleineres. Obwohl, wir hatten ja auch so eine Höhle, wo wir nur so einen kleinen Eingang hatten, die aber trotzdem relativ groß war. War das die hier? Da kann ich mich irgendwie dran erinnern, dass wir so eine Höhle gehabt haben. Das war aber nicht die hier, oder? Doch, das ist die. Guck mal hier. Es wird nämlich extrem groß. Ich weiß nur nicht, wie groß. Wir gucken einfach mal ein bisschen, ne? Einfach mal ein bisschen, ob es hier wesentlich weiter geht. Oh, Alter. Aber es sieht so aus. Ja, ja, doch. Okay, jetzt eine große Höhle. Dann machen wir hier auch tatsächlich auch einen Fahrstuhl hin. Das ist dann jetzt die wievielte? Die dritte Mine, ne? Entschuldigung. Voll witzig. Zum Totlachen. Aua. So, genau, ist jetzt die dritte Mine. Dritte Mine. Ja, sehr schön. Dieses passt es nämlich auch. E ist die Basis, minus 1 erste Mine, minus 2 zweite Mine, minus 3 dritte Mine und so weiter und so fort. Oh, hier ist doch noch jemand gestorben. Warum sterben hier so viele Leute? Hat der eine von unseren Kisten genommen? Kann sein, dass unsere Kisten doch nicht geschützt sind? Aber auf jeden Fall ist hier auch noch eine Mine. Oder? Nee, das hier war doch... Was? Ich kann mich an diesen Gang erinnern, aber ich weiß nicht mehr, was hier drin war. Das war aber keine große Höhle. Also doch, hier war eine Höhle, aber die war relativ weit weg. Egal, ich markiere sie trotzdem. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Fahrspieler. Das ist denn... offensichtlich. Ach komm, weg hier mit dir. Da ist ja auch noch ein Gang.
Ja. Wo ist unsere... Ach, scheiße. Ja. Wir haben die Eisenschippe rausgepackt, aber unsere Ringbogenschippe ist immer noch in dem Geräte-Reparierer. In dem Werkzeug-Reparierer. Ah ja. So viel ist es ja zum Glück nicht. Danke. So. Na komm. Machen wir auch eine Fassade. So, das ist der vierte Mine. So. Gut. Da gehen wir erstmal wieder nach Hause. Und brauchen auf jeden Fall noch ein paar Fahrstühle. Kann man nicht wieder zurück? Nein, natürlich nicht. Also kommst du in die Müllkiste. Und wir brauchen noch mehr Fahrstühle. Ich mach die aber mal einzeln, weil ich glaube, so viele Sachen kommen nicht mehr. Wir haben jetzt noch, glaube ich, zwei Höhlen, die wir auf jeden Fall noch haben. Das sind nämlich die Höhlen, wo wir genau quasi immer oben in die Mitte kamen, wo also wir quasi direkt, ja, was auch immer. Und viel mehr dürfte aber nicht mehr kommen. Ich wollte noch etwas machen. Genau, die Schippe. Unsere Schippe. Oh, du heilige Schippe. Also, du kommst bitte nach da, du kommst nach... Nein, du nach da, du nach da, du nach da. Genau. Und wir brauchen mehr zum Essen. Viel mehr. Ey, da wollte ich jetzt eigentlich die Woche jetzt schön Sachen abbauen hier und das machen wir die ganze Zeit hier twibbeln. Hey, mit den Äpfeln. Oder wir gehen nochmal ins Lager. Oder wir führen einfach hier Blaubeeren. So, haben wir wieder genug? Okay, okay. Dann geht es jetzt quasi direkt weiter. Heieiei. Ich will halt hier gehen irgendwie noch. Ne? Hier wollte ich ja sowieso einen Durchbruch machen. Aber jetzt mit den ganzen... Ne? Ich weiß nicht mehr, ob wir hier jetzt einen Durchbruch hinbekommen. Auf die andere Seite. Habe ich designtechnisch da nicht mit bedacht, weil ich mich doch nicht jetzt damit darauf quasi festlegen wollte. Deswegen kriegen wir jetzt hier hinten kaum noch eine Wand rein. Aber gut, ist das so. Ja, Linksklick, genau. Vitamine, genau. So. Hier ist es jetzt tatsächlich weiter. Und dann müssten wir jetzt auch bald in den Bereich kommen, die ganzen großen Höhlen. Wenn das mal keine große Höhle ist. Ich kann dieses Kupfer da nicht überbauen. So. Sieht keine Sau. Fünfte Mine. Genau. Fallen wir da jetzt einfach rein? Nein, fallen wir nicht rein. Okay. Das ist schon, dass das Ding hier quasi genauso wie die Decke, ne, kann man einfach reinfallen. Dass wir da jetzt quasi auch in dieses Loch reinfallen. Upp. Aber zum Glück nicht. So, genau. Und hier kommen wir jetzt nicht in die erste Höhle, wo wir von oben quasi reinkommen. Momentchen mal. Eben, ist das hier ja gar keine große Höhle.
Ich leuchte hier mal ganz kurz ein bisschen aus. Ich weiß gerade nämlich nicht, was das hier darstellt. Danke für die Blumen. Ja, nee, es ist auch eine größere Höhle. Alter, wie viele Höhlen gibt es denn hier? Ja, da hat man es gerade gesehen. Alter, wie viele Höhlen wir mittlerweile durchstriffen haben. Durchstreift haben. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall ist das hier die ganz große Höhle, die wir eben direkt von oben haben. Geht die noch weiter? Sieht aus, als wenn ich noch viel tiefer gehen würde. Ach du Scheiße. Ja, da kommt Freude auf. Dann kommt ihr mal weg hier. Was suche ich hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich höre am besten einfach mal auf. So. Du kommst. So. Müsste jetzt die sechste sein. Genau. Kann man beliebig viele Fahrstühle hier reinsetzen oder kriegen wir bald die Warnung, du hast schon 10 Fahrstühle, mehr darfst du nicht? Das ist natürlich ein bisschen traurig. Ah, okay, hier ist Ende. Okay. Reicht ja auch aus. Jetzt mal no joke. Gut, dann kann nämlich das andere Haus, was wir gerade gemacht haben, wieder weg. So. Haben wir wieder einen freien Slot. Oder wir machen es ein bisschen richtig genial. Oh, ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade die Idee meines... Ja. Die Idee eines... Was? Ich höre schon auf. Ich brauch Feierabend. Hier kommt auf jeden Fall erstmal zu. Wenn wir darauf später noch was bauen, kann ich das einfach wieder aufmachen. Ist ja kein Problem. Jetzt erstmal kommt es zu. Genauso wie das hier. Und dann würde ich nämlich gerne hier eine Stahltür reinmachen. Und hier machen wir nochmal einen Raum. Mine. Also. Set Home Mine. Tada! Jetzt haben wir nämlich quasi hier unsere Fahrstühle. Die zur Mine gehen. Hier würde ich aber gerne nicht zumachen, sondern stattdessen eine Stahltür hinbauen. Haben wir eine? Rein zufällig? Boah, ich sehe keine. Na, scheinbar eher nicht so. Macht aber auch nichts, dann wollen wir halt einer. Ach Gott. Tada! So. Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, Stahltüren? Eben, die Stahltüren kann man aufmachen. Genau, ohne Byronix. Ja. Ich wusste jetzt gerade nicht, ob diese Protector-Mod das quasi überschreibt, dass man auch Stahltüren schützen muss. Ne? Wusste ich gerade nicht. So, jetzt haben wir quasi doch einen gewissen kleinen Schutz. Wobei das so kacke aussieht. Ich mach die mal eins nach hier hin. So hier vielleicht. Ja, so sieht's geil aus. Aber technisch gesehen scheiße. Weil, wenn du halt von außen kommst, du musst ja dann wieder vom Gitter aus die Tür aufmachen, ne, was halt aus Sicht der Realität
scheiße wäre. Oh. Cobblestone. Da mache ich es halt lieber einfach so, dass man die Tür einfach hier hinklatscht. Macht man sie halt einfach so auf. Easy geht auch. Sehr schön. Aha. 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 Jo. Und schon können wir endlich in unsere Minen rein. Völlig bequem. Ach Gott. So, zweite Mine. Dritte Mine. Vierte Mine. Fünfte Mine. Sechste Mine. So, jetzt sind alle Dinge aktualisiert. Jetzt kann man nicht. Ne, jetzt werden alle richtig angezeigt. Oder auch nicht. Hä? Der hat sie doch gerade eben richtig angezeigt. 6. E. Ja, jetzt hätte sie richtig an. Hä? Was? Lol, beim Benutzen wird ein Mesesignal ausgesendet. That's not bad. Momentchen mal. Jetzt? Ich mach hier alles kaputt, Alter. Ich mach einfach alles kaputt. Ja, Moment, warte. Nee. Gut, ich könnte natürlich hier ein bisschen reinbauen. So. Wait a minute. Jetzt muss man kurz gucken. Kann ich jetzt einfach so? Kann ich jetzt einfach so bauen? Genau, das kann ich hier quasi aufmachen. Okay, Momentchen mal. 1. Und wenn ich jetzt in die Basis gehe, genau, geht sie kurz auf, das heißt, wir können raus und danach schließt sie gleich wieder. Oder auch nicht. Hä? Ist die Tür jetzt ein Flip-Flop-Relais oder was? Bleibt sie auch noch zu? Och, wisst ihr mir? Scheiße. Danke. So. Das klappt dann ja scheinbar nicht. Achso, jetzt ist ja aber immer noch hier dran, ne? Das heißt, ich kriege jetzt auch immer noch ein Mesesignal, richtig? Oder ist jetzt einständig? Weil sie ist ja immer noch Teil dieses Blocks, das heißt, die müsste immer noch ein Mesesignal bekommen. Ja, kriegt immer noch ein Mesesignal. Es ist natürlich ein bisschen bekloppt. Mal geht sie auf, mal bleibt sie auf, mal geht sie zu. Das ist ja total behindert. Scheiße. Ich wollte sie abbauen, ohne hinter den Block gleich damit abzubauen. Hab's sogar geschafft. Ja. Keine Ahnung, wie wir das am besten machen. Da bleibt das ja quasi wirklich nur die klassische Art, also einfach das Ding hier hinbauen und dann einfach. Immer einfach so, wie wir ganz am Anfang hatten. Hier hin. Fertig. Was soll's. Schade, ich dachte, ihr könntet es ein bisschen cooler bauen quasi, aber.
Das mit dem Mese-Signal zerstört natürlich alles. Vor allem, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, sondern mal funktioniert und mal nicht. Ich schätze mal, es liegt daran, dass quasi die Tür ein Mese-Signal bekommt, während wir uns teleportieren. Das heißt, bevor sie quasi das Gegensignal bekommt, sind wir quasi schon weg und damit ist das kein aktiver Block mehr. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich weiß nicht, wie lange ein Block aktiv bleibt. Ob er überhaupt aktiv bleibt oder wirklich, sobald man raus ist, ist er auch deaktiv. Ist ein Wort. Ja, auf jeden Fall. Machen wir es halt doch so. Was soll's. So. Genau. Nee. Wow, ein Protokoll. Alter, was ist das für Text, Alter? Station 5, Minimum-Netzwerk angeschlossen, ne? 160 Stockwerk. Dieser Aufzug wird automatisch mit allen Aufzügen verbinden, die ihr auf verschiedene Höhepositionen hat. Gib einfach einen Namen dieser Station ein und klick auf Speichern, die Station einzurichten. Oder mach einen Linksklick, um die Station zu setzen. Um die Höhe als Stationsnummer zu setzen. Achso. Ne, 6 Minuten wurde eine Station haben wir angeschlossen. Das sind 7 Stationen. Sehr schön. Sehr schön. Okay. So. Geht die Aufnahme jetzt gerade mal 7 Minuten oder habe ich die vorherige Aufnahme um 7 Minuten über. Also. Oder überziehe ich gerade um 7 Minuten? Alter. Wait a minute. Ich habe eine neue Aufnahme begonnen, ne? 1:17. Nee, ich überziehe doch schon. Ha! Na dann, bis zur nächsten Aufnahme.